domradio.de Christliche Nachrichten. Herzlich willkommen. Mit einer Gedenkfeier vor dem Wahrzeichen der Stadt Trier, dem Welterbe Porta Nigra, haben Politiker, Kirchenvertreter und Bürger an diesem Mittwoch der Opfer der Amokfahrt in der Stadt gedacht. Der Trierer Weihbischof Josef Gebert und der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Trier, Jörg Weber, gestalteten ein ökumenisches Gebet. Menschen legten an der Porta Nigra Blumen nieder und stellten Kerzen auf. Am Dienstagnachmittag hatte ein 51-jähriger Mann aus der Nähe von Trier ein Auto durch die Fußgängerzone gelenkt und dabei zahlreiche Menschen erfasst. 5 Menschen starben, weitere wurden verletzt, einige von ihnen lebensgefährlich. Unter den Toten sind ein 9,5 Wochen altes Mädchen und ihr Vater. Die Polizei nahm den offenbar alkoholisierten Fahrer wenige Minuten nach der Tat fest. Sein Motiv ist noch ungeklärt, eine psychische Erkrankung wird nicht ausgeschlossen. Der Schmerz der Mutter, die ihr Kind und ihren Mann verloren haben. Das verschlägt mir die Stimme. Nie wieder das Lachen von Vater und Kind. Und es geht auch den anderen so, die Tote zu beklagen haben. Nie mehr ihre Liebsten um sich herum. Ein Leben lang werden sie mit den Folgen tragen müssen, dieser 4 tödlichen Minuten. Nach der Amokfahrt in der Trierer Innenstadt bietet das Bistum Trier auf seiner Homepage Betroffenen und Angehörigen Gespräche und seelsorgerliche Begleitung an. Die obersten Repräsentanten der beiden großen Kirchen in Deutschland hatten sich bereits am Dienstagabend erschüttert über die Amokfahrt geäußert. In dieser Stunde von Sprachlosigkeit und Trauer sei er den Opfern, den Verstorbenen, Verletzten und den Angehörigen verbunden, erklärte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, Heinrich Bedford Strom, sagte, er bete, dass die Angehörigen der Opfer Stärkung erfahren und die Verletzten wieder gesund werden. Mit einem ökumenischen Gebet gedachten die Kirchen in Trier der Opfer der Amokfahrt. Noch gebe es für die furchtbare Tat keine Erklärung, sagte der Trierer Bischof Stefan Ackermann im Dom der Stadt. Das Gebet wolle Raum geben der Fassungslosigkeit, Sprachlosigkeit und Trauer, die in der Stadt angesichts der brutalen Gewalttat herrsche, Ausdruck zu verleihen. Eine unabhängige Untersuchung zu sexuellem Missbrauch im Bistum Münster zählt bislang rund 300 Betroffene und 200 Beschuldigte zwischen 1945 und 2018. Die Zahl könne sich mit weiteren Recherchen noch verändern, erklärte der Historiker Thomas Großbölting, der die Studie der Universität Münster leitet. Er sprach von einer hohen Dunkelziffer. Großbölting und weitere Wissenschaftler stellten jetzt Zwischenergebnisse ihrer Untersuchung vor. Demnach wurden bis dato die Fälle von insgesamt 82 Betroffenen und 49 Beschuldigten näher ausgewertet. 90% dieser Betroffenen seien männlich. Das Durchschnittsalter beim ersten Übergriff liege bei 11 Jahren. Vor allem gegenüber Mehrfachtätern habe es ein Versagen der Bistumsverantwortlichen gegeben, hieß es. Im Frühjahr 2022 sollen die endgültigen Ergebnisse vorliegen und auch Namen von Verantwortlichen genannt werden, die etwa Missbrauch vertuscht haben. Die Personalknappheit in der Altenpflege ist durch die Corona-Pandemie noch einmal verstärkt worden. Einer Covid-19-Pflegestudie der Diakonie Deutschland zufolge berichten 53% der Pflegekräfte in der stationären Altenhilfe des Evangelischen Wohlfahrtsverbands über zusätzlichen Personalmangel. 2/3 gaben an, dass sich die Arbeit im Vergleich zu den Zeiten vor der Corona-Krise noch weiter verdichtet hat. Während der weitgehenden Beschränkungen im Frühjahr litten die Beschäftigten vor allem unter mangelnder Schutzausstattung. Für mehr als die Hälfte der Befragten war nicht einmal ein einfacher Mund-Nasen-Schutz vorhanden, hieß es. In seiner wöchentlichen Videoansprache aus dem Vatikan, die aufgrund der Corona-Pandemie derzeit die Generalaudienz ersetzt, hat Papst Franziskus Gott wie eine Mutter bezeichnet, die vor dem Gefängnis wartet, um ihren Sohn besuchen zu können. Dieser sei ihr wichtiger als etwaige Scham wegen des Geredes der Leute, so das Kirchenoberhaupt. Franziskus gedachte zudem der Opfer des jüngsten Terroranschlags in Nigeria. Er bete für das Land und die Menschen dort, so der Heilige Vater. Am vergangenen Samstag hatten Terroristen im Nordosten des Landes wahllos Dutzende Menschen erschossen. Domradio.de Christliche Nachrichten.